fertig und ein neues Video hier auf meinem Kanal Bus 1990 und seit heute ist der Abgang hier zu der U-Bahn-Station gesperrt, der wichtigste U-Bahn-Zugang, denn sehr viele Leute standen hier schon und wussten nicht, wie sie hier in den U-Bahnhof reinkommen. Das ist auch ganz groß, sogar in roter Schrift, wie man in diese U-Bahn-Station kommt. Leider nur auf Deutsch und nicht unbedingt auch für Englisch oder so. Die ausländischen Touristen einfach zu machen. Der Zugang erfolgt immer mit dem Aufzug, welcher sich direkt nebenan hier rechts neben dem Sitz bis oben findet. Oder man nimmt einfach die Rolltreppe. Nämlich da hinten oder am besten sogar direkt neben dem DVB Funkcenter. Es ist ein guter Anhang hier vor dem Aufzug. So viele habe ich noch nie hier beim Aufzug gesehen. Und unten auf der untersten Ebene ist hier heute und Fahrzeug gesperrt, aber heute man befindet sich hier hinter dem Rolltor. Das heißt, man kann schon direkt auf der Linie an die Weitkantrepper machen. Man nur mobil, online oder in den Transportmarkt, natürlich auch an den DVG und man an dem Bus steigen und an dem westlichen Interesse ist das abhängig. Ich glaube, ich war jetzt zum Aufzug. Aufzug, wenn ich mich hier so erinnere, diesen Hochtreppen vor. Das sieht man so gut, wo ich habe ja mein Kopf hängen, wo ich oben war, ich bin jetzt nicht schlecht, wenn ich oben bin, wenn ich weiter stand hier. Nein, wir sind zusammen. Aber es steht da oben eine Person, riesig eine Person. Alter, mit deiner Unfall ist mir doch wurscht, wenn nur ein Person pro Aufzug erlaubt ist. Aufzug. Volle Packpasse, aber ich habe jetzt alles aufs Video. Zum Glück habe ich die Kamera nicht die Auto schaltet. Unfassbar, sie hat mich angegriffen, ja. Unfassbar. Lass mich hier erstmal raus. Wenn sie mit zwei Sohn. Unfassbar, sowas, unfassbar, ey. Ich war einfach so. Ach, das sind solche Idioten, das sind komische Idioten.
sowas habe ich noch nie erlebt. Die auf der Regel hauen ein Person pro Aufzug oder zwei Personen. Wir wollen auf die Etage 0. Ich wohne hier auf minus 4 Außenwurf quasi. Ich kam nicht hier, ich kam genau hier rein. Obwohl der Aufzug richtig klein ist. Mal schauen. Drittes, Untergeschoss. Nein. Was soll ich heute machen, wenn wir 5 Mann hier miteinander reden? Alter. Ja. Unfassbar sowas, unfassbar. Was sind das hier für Menschen hier alles? Was sind das hier für Menschen hier? Meine Bahn, was denn? Wir waren mit Verfahren und sagen, ja, okay, außer von Corona, ja. Ich überlege jetzt ganz lang, mit wieder zurückzufahren. Ich möchte schon einen schönen Tag in den Tag gleich erreichen, weil ich nicht mehr rein kann. Kaum im Achtergett auf die Tür, sondern auf den Vorderwege. Kaum jemand. Ich habe alle von Videos, drei Vorfälle, innerhalb von 5 Minuten. Und das war dann schon gerade nur so. Alle Leute sind hier Video erwacht. Alle, wir haben dann übernommen. Ja. Ein Person plus ein Haushalt. Ich wollte eigentlich die Bahn nehmen. Leider schaffe ich es nicht. Scheiße. Das ist so eine Scheiße hier. Nur ein kleiner Aufruf im großen Bahnhof. Einfach zu wenig. Innerhalb von einer Minute. Super. Ich warte hier, Cyber. Lift. Nein, wir wollen nicht warten, wir müssen den Bus nehmen. Ich muss auch den Bus nehmen. Aber man schätzt, trotzdem schafft man nicht mit 5 Mann im Aufzug. Ihr seid eine Gruppe, aber. Fahren, nach oben. Ich fasse es aber, ich halte mich so, weil ich den Funke beschwert. Das sieht man nicht. Nicht so, als würde man. Ich bin immer noch hier vor dem Aufzug. Ich hatte ihn schon seit 5 Minuten hier. Über 5 Minuten sogar. Ist das stressig mit dem Aufzug und so weiter. Und der funktioniert auch nicht. Nur abwärts. Wieder voll Aufzug. Keine Folge von der Sorgen. Das heißt, die Leute hier. Ein Person und oder ein Haushalt. Das steht da offiziell. Auf den Schildern. Bei so einem kleinen Aufzug hier. Acht Personen passen da rein. Nur ein Person. Es gibt vernünftige Menschen, richtig vernünftige Menschen. Die Dame hat mich sogar vorgelassen in den Aufzug. Und da habe ich vergessen, dass er nach unten fährt, der Aufzug. Ey,
Deshalb immer auf diese Etagentaste drücken, auf die obere Taste, wenn man nach oben fahren will, und dann nach unten, wenn man unten fahren will. Da kommt er auch so. Hoffentlich ohne Menschen. Oh, jawohl. Wir haben es geschafft, Corona-konform bis nach oben zu fahren. Das hat leider 6 Stunden gedauert. Und siehst du, da kommen schon die ersten Leute, die von der Straße kommen und schnell mit dem Zug fahren. Erdgeschoss. Alter. Endlich. Ich habe es geschafft. Jetzt muss ich nur noch vom Zug gehen. Und schauen wir mal, ob es noch eine Neuheit gibt. Die Rolltreppe funktioniert auch noch. Perfekt. Die war jahrelang defekt. Im Morgen sagen, die Fälle, die ich hier sehe, das freut mich. Vielleicht bin ich ja kein Auto nach oben. Das ist wenig schade. Sehr schade, oder? Endlich habe ich es geschafft, nach oben zu fahren. Alter Schwede. Und dann war nämlich kopfgefällt. Und dann die Leute hier, einfach aggressiv. Ich kann auch nicht dafür, dass dieser Zugang gesperrt ist und die andere unter dem defekt ist. Man kann, deshalb sollte man auch bei Menschen angreifen. Unfassbar so. Ich habe alles hier auf dem Video. Natürlich ohne Gesichter. Und er schneit jetzt wieder mal. Ich bin erstmal rein. Wir sind so. Die Leute achten mal, wie die Corona-Regel ist. Und jetzt bin ich eigentlich auch gefallen. Die Zahlen steigen ja nicht, da die Leute auf den Corona und irgendwelche achten. Wir haben immer mehr Covid-Idioten, die einfach die Schnauze voll haben. Aber trotzdem sollte man auf die Regeln achten. Ich will auch jetzt gerne reisen, zum Beispiel nach München oder nach Frankfurt wieder mal oder nach Berlin. Aber geht es leider nicht. Das geht leider nicht. Ich bin auch noch nicht geimpft worden. Alter. Unfassbar. Ja, wir haben es geschafft, nach oben zu fahren. Und in Köln gibt es riesengroße Aufzüge. Da passen locker 4 Personen rein und da einhalten wir so Regeln. Zum Beispiel, das sind 4 Personen Aufzüge und da passen 4 bis 5 Leute rein. Und hier aber bei diesen Mini-Aufzügen, da kann man schon auf die Achseln von der Achsel, entweder 1 Person oder 1 Haushalt. Und wenn ich jetzt Corona bekomme, dann wisst ihr auch, wo, von wem. Da fällt ein Zug ab. Der ist eigentlich nur aus der Brücke.